We'll be right back.
willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Ja, wir waren ja letztes Mal damit stehen geblieben dass wir hier einen kleinen Flugzeugkreis gebaut haben quasi. Also wir haben ja hier oben Kohle, dann Eisen, dann hier, wo Stahl hergestellt wird. Das mit dem Zug hat ja leider nicht geklappt. Man sieht immer noch die Versuche, wo wir hier gemacht haben. Das ist nicht so gut gelungen. Wir haben dann halt, oder ich habe mich dazu entschlossen, dann doch einen Flugverkehr zu machen. So, das war das eine. Das andere ist, ja, wir haben schon einiges an Personentransporte hier. Und wir machen jetzt da weiter, wo wir eigentlich aufgehört haben. Und zwar will ich, dass das Material von dem Stahlwerk zur Werkzeugfabrik kommt. Diese Werkzeugfabrik braucht nur ein Material und das ist in dem Falle hier nur Eisen, was uns das Ganze ein bisschen erleichtert. So, das andere, was ich schon wieder hier sehe, ist, dass es hier halt ziemlich steil abgeht. Deswegen gehen wir eventuell von hier hinten rum. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Zuglinie baue oder ob wir das per Laster machen sollten. Laster wäre halt. Ja gut, wenn ich das jetzt halt mit Zug mache, na, dann ist das halt ein bisschen flotter. Wenn man so mal guckt, wo haben wir denn hier jetzt so. Hier unten hätten wir das Holz. Das könnte man natürlich mit dem Holz machen. Dann kriege ich doppelt so viel Geld. Dann könnte ich nämlich noch eine Holzlinie mit anschließen. Das gucken wir gleich mal, weil hier wäre Holz. Aber wo ist jetzt das nächstgelegene Sägewerk? Das ist ja auch wieder so eine Thematik. Wo haben wir hier das Sägewerk? Das nächste Sägewerk. Scheint ein bisschen weit weg zu sein. Sägewerk. So weit weg ist es gar nicht. Und es ist halt auf der anderen Seite des Flusses, wenn ich das richtig gesehen habe. Gell? Ja. Und fast am Kartenrand. Dann macht die Frage wieder, lohnt sich da nicht hier sogar ein kleiner Schiffsverkehr? Ach nein, wir haben hier unten haben wir schon eine. Ach ja, da war ja was. Das Eisen soll hier wieder zurückgeliefert werden und dann nach da gebracht werden. Das ist richtig. Es ging nur noch ums Holz. Stimmt, es ging nur noch ums Holz. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir nicht irgendwo noch ein anderes Sägewerk haben. Ja, da haben wir noch zwei. Ist auch hier unten. Das sind die beiden, okay. Ich glaube, sonst haben wir hier. Nein, sonst haben wir leider kein Sägewerk. Okay, was aber nichts macht, wir machen das jetzt wie folgt. Das Holz lasse ich quasi per Flugzeug hier einfliegen und per Schiffsverkehr hier rüber transportieren. Und das ist, glaube ich, die beste Alternative. In dem Falle, das heißt, wir machen das ganz. Da muss ich gucken, ob das auch wirklich. Ja, das ist ein bisschen krass, dass es so weit reingeht. Aber das wäre dann. Steigung zu groß. Dann mal lassen, weil dann haben wir nämlich das Vorteil, also das ist noch so ausreichend, man sieht das an der weißen Beschriftung, dass das dann funktioniert und der Gegenpart setzen wir dann hier unten hin.
Dass das dann hier, oh voilà. Nee, ich will das, das. Das passt nicht. Ja, ist zu hoch. Okay, dann bauen wir das mal so und machen dann hier wieder eine kleine Straße dran. Das ist hier ein bisschen besser passt. Ich muss mal ein bisschen umbauen. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Und dann brauchen wir hier das Gebäude für Güter. Und zwar diese schöne. War das der schöne Schmuck? Ja, das brauchen wir auch, dass das natürlich auch dass wir das Holz darüber bringen und umgekehrt das Holz wieder zurückschicken können. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, dann haben wir schon mal das. Ja, für die Straße create ich jetzt hier gerade nochmal diese Linie hier ab, dass das hier auch alles wunderbar funktioniert. Hin. Dann bauen wir doch mal doch hier eine kleine Nebenstraße hier rüber. Dann ist der Weg nicht allzu lang. In dem Falle createn wir dann auch nochmal diese kleine Straßenteil hier ab. Und dann hat das alles seine Ordnung. Ja, wie machen wir das jetzt? Oh, da hat er ja was nicht übernommen. Warum hat er das hier nicht übernommen? Das so sollte es sein. Okay, jetzt haben wir das. Jetzt machen wir mal hier nach da. Und das nehmen wir Holz, Linie. Lass mal das auch schon mal hier haben. Und dann machen wir eine neue Linie von da nach da. Und das ist dann Holz, Straßenlinie. Dass wir das hier alles so ein bisschen beieinander haben. So. Da hätten wir schon mal das. Jetzt muss ich mal gucken, dass man hier, das passt ja, das kriegt das. Das Flugzeug sollte dann in der Regel Metall, also Stahl hier anliefern. Das sehen wir dann, ob das dann noch funktioniert. Und jetzt geht es weiter mit dem Holz. So. Das Holz haben wir gesagt, per Flugzeug. So, jetzt ist die Frage. Hier ist nämlich ein ganz schöner Berg. Muss ich gucken, ob es vielleicht noch was anderes gibt. Ne, das ist das. Okay. Dann probieren wir es jetzt einfach mal mit dem Flughafen. Für den Flughafen nehmen wir mal ein anderes Modell. Dann müssen wir hier mit NMN drehen, 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 drehen. Oh, das passt sogar, kostet halt ein bisschen was, oh, ein bisschen viel sogar. Was mir aber nichts anderes übrig bleibt, Cargo. Also wir müssen uns das hier ein bisschen kosten lassen. Jetzt habe ich noch 25, mal gucken, ob das reicht für rüber. Das bist du auch mal kurz im Bild, hä? Kleine Maus. So, das heißt, das Holz muss dann hierher. Und da bauen wir hier den Flughafen. Ja, man sieht mich jetzt live online. Mist. Bisschen zu teuer. Es wird teurer. Emily, bitte.
Wir gucken, dass wir ein bisschen kostengünstig jetzt bleiben, obwohl ich immer sage, Geiz ist geil. Aber das geht jetzt hier leider nicht. Und das wird immer. Ja, das ist immer teurer. Papa, komm mir auf den Schoß. Nee, das geht jetzt gerade nicht, Maus. Wieso Weil nicht? das jetzt gerade nicht geht, Maus. Wieso? Wieso geht es nicht? Das würde nur 18 kosten. Papa, wieso geht das nicht? Weil du das hier die ganze Zeit machst mit Faxen. Zu tief muss, ne? Ja, das muss zu tief, und dann habe ich nicht mehr die Moneten dafür. Das ist blöd. Und hier wäre es auch zu teuer, oder? Oh, das ist noch teurer, weil ich dann noch mehr wegmache. Guck ich mal, dass ich ein bisschen Geld noch mal. Dann brauche ich ein bisschen mehr, sagen wir mal. Ja, nehmen wir mal das Geld auf. Und lassen wir mal das Spiel auch wieder laufen. Ein bisschen Musik an. Und dann machen wir mal ein bisschen weiter. Dann geht's weiter. Aber ich muss schon, wenn schon. Jetzt müsste das auch funktionieren. Das heißt, ich habe Zollstämme geladen, die werden hier runtergeflogen, zu Brettern umgebaut. Und jetzt bauen wir hier natürlich ein anderes Gebäude, und zwar, dass ich ein Fahrzeug kaufen kann. Man sieht, wir haben wieder ein neues Yard. Es sind neue Sachen zu kaufen. Aber das erstmal später. Wir brauchen erstmal ein bisschen Moneten, um das Ganze hier. Leider. Ich finde es schade, dass der keine Bretter transportiert. Aber okay. Dann nehmen wir jetzt erstmal einen. Das ist dann Holz und Straßenlinie, dass der das schon mal hat. Natürlich ist das jetzt erstmal ein kleines Verlust zum Geschäft. Weil wir brauchen auch noch ein. Wer hat gesagt? Ein Schiff. So. Und das Schiff ist auch nicht gerade billig. Das kostet uns auch wieder ein bisschen was. Sagen wir mal, kann ich alles importieren? Kann der kann alles importieren? Aber das ist genug. Perfekt. Das Schiff kostet auch ein bisschen. Der transportiert das jetzt
einen Industriezweig dazu bekommen. Wenn sie funktioniert, dann halt nicht. Man kann sich immer so noch einfallen lassen. Aber in dem Fall, dass mit dem Holz funktioniert schon mal. Natürlich ist das Flugzeug jetzt nicht jetzt mal nichts, wenn wir jetzt rutschen, außer dass wir nicht mehr bauen. Das ist blöd. Ja, die erste Maschine mit allem fliegt jetzt mal zur Eisenbahn. Das erste Flugzeug mit Retter landet. Und dann müssen wir wirklich die Daumen drücken, dass das dann auch so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Dass man dann irgendwann die erste zwei Sachen und eine Sache herzustellen. Ja, das sieht man jetzt nämlich hier. Hier ist also ein Industriezentrum, Handelszentrum. Man könnte jetzt auch hingehen und einfach einen Baumarkt hier irgendwo hinstellen. Und wir hätten das Zeug da, aber das bringt uns ja nichts. Wir wollen es ja produzieren. Wir wollen ja Geld in verschiedenen Art und Weisen herstellen. Und das funktioniert halt nur mit... aber mehrere Industriezweige haben. Natürlich baue ich dann noch was anderes. Es gibt noch dieses Handelsgut oder dieses Industriegut, wo halt dann hier moderne Bauwerke, Mechanik, Maschinen und Treibstoff braucht. Also man kann da viel, viel, sag ich jetzt mal, herstellen. Ja, es gibt auch hier eine Autofabrik und so weiter. Das aber erstmal später, wenn es ein bisschen besser floriert, dass wir wieder Geld haben. Wir kriegen auch Geld, wir haben wieder 3 Millionen plus. Der Rest kommt dann von alleine. Also, ja, das wird noch eine Werkzeugfabrik, die braucht gar nicht. Die produziert einfach so Werkzeuge. Ich habe noch nicht alles ausprobiert an der neuen Mod. Also, das war schon zwar vorher drin, aber ja. Yeah.
das kostet ein bisschen zu viel. Also das abzugraden. Ich muss hier noch eine separate Fluglinie machen. Schade eigentlich. Oder ich mache doch noch nicht eine Herren. Ich könnte auch eine Zuglinie machen. Komm. Das mit dem Flugzeug, wenn das nicht funktioniert, ist es egal. Aber ich kann es mir momentan leider eh nicht leisten. Es hätte ja funktionieren können, aber es funktioniert leider jetzt erstmal nicht. Schade, können wir nicht ändern. Vielleicht funktioniert sie dann doch irgendwann mal. Sandtransport. Könnte aber auch sein, dass ich hier bei Bakersfield. Ja, klar. Ich habe das Entladen nicht drin, ne? Wenn es dann so funktioniert, trotzdem eine Fliege mit, eine Fliege mit einer Klappe geschlagen. Ja, also, das wäre genial. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es leider nicht. Ne? Kann man nicht ändern. Seine Materialien entladen hat, ob dann startet und die auch wirklich dann. Ich habe das Entladen bei der Ding vorne vergessen. Naja, so wie auch hier wieder. Linie bearbeiten. Ja. Ich muss ja dann hier bei Bakersfield ja auch. Daran gelegen, dass ich da hinten bei Bakersfield das Entladen vergessen habe. Also, was lernen wir daraus? Immer wieder die Linien überprüfen. Apropos Linien überprüfen. Was ist denn hier kaputt? Das ist diese lange Linie, ne? Das reicht nicht, ne? 40 sind da, 42 kann er transportieren. Das, was ich haben wollte, aber es funktioniert nicht. Ein neues Monatchen, ein neues Jahr und es gibt neue Fahrzeuge. Ja, die Fahrzeugliste wird immer länger, wenn ich bedenke, ich habe über 400 Mods aktiv. Das heißt, es sind Fahrzeuge. Kleinere Änderungen in den Mods sind halt auch mit drin. Das gebe ich freilich zu. Das ist jetzt kein Geheimnis in dem Fall. Ich glaube, ich habe ausgesehen noch eine Stadt.
Der benennt sich jetzt erstmal Magnet. Kohle, Magnet, Eisen, dann, wenn wir das Geld mal wieder ein bisschen reingewirtschaftet haben, bringen wir das auch, bauen wir dann auch irgendwann mal eine, sage ich jetzt mal, schöne große Zuglinie. Die werden wir hier mit einbinden. Wie ich die ganze einrichte, weiß ich leider bis jetzt noch nicht. Das kann ich mir noch überlegen, weil es ist eigentlich ziemlich üblich. Da weiß ich jetzt hier mal angucken. Also manche Gebiete sind halt ja schwer zu erreichen, sage ich jetzt mal. Das sehen wir dann. Natürlich werde ich auch diesen Hafen noch mal umbauen. Bei Frisco, dass wir das hier mit Lansing verbinden, dass hier eine Schiffslinie zwischen Frisco und Lansing existiert, die dann halt weiterführt nach Mülheim, nach Bakersfield und dann nach Jacksonville. Oder 1000 Oaks. Dass wir dann alles irgendwann mit einer schönen, einmal mit einer Buslinie, eventuell auch mit einer S-Bahn-Linie connected. Und dann geht das alles weiter. Aber jetzt gucken wir erstmal gleich hier. Die Maschine dürfte jetzt gleich wieder starten. Sie hat jetzt Stahl an Bord. 2 Tonnen. Warum habe ich noch 2 Tonnen an Bord? Hat hier 2 Tonnen? Ah, das andere, das war Holz. Richtig, das war Holz. Das war ich gerade kurzzeitig in Panik. Oh, was machen wir? Ah, Holzstämme. Das ist schön. Holzstämme geben und so weiter. Richtig schön Zaster. Maschine, weil da oben gibt es genug Holz. 60, 32, schade. Kostet zu viel, die kostet die ein bisschen weniger. Halt noch die Knopf für Holzstämme. Ja, man muss auch mal ein bisschen ein investieren. Ich spiele es halt immer gerne mit ein bisschen Budget, ne? Also mit dem Konto hier unten, dass man hier Ein- und Ausgaben hat. Also das macht das Ganze dann ein bisschen interessanter, weil man muss aufpassen, was man baut. Wir haben ja vorhin schon gesehen, okay, ich habe jetzt mein Geld komplett ausgegeben, ich kann jetzt nichts mehr bauen. Und das ist dann halt schon problematisch. Bin ich mir noch überlegen, wie wir was wo genau hinmachen. Sollte das natürlich mal Leerfahrt genießen. Der bringt uns jetzt erstmal ein bisschen Stahl, nochmal 2 Tonnen aus der Liefer. Der hier Stahl an, der leider aber dann erstmal mit Kohle fliegt, wenn er ablehnt. Aber das ist so. Das heißt, dürfte er dann mal wieder 27 Tonnen wieder mit Eisen aufladen, was dann halt auch wieder das Ganze ein bisschen interessant ist. Viel Geld bringen uns diese Kurzstrecken leider nicht. Maximal sagen wir so 3, ja, aufgrund 4 Millionen. Ja, das ist besser als das. Wir haben noch das bisschen Geld in der Seite. Mal Stahl nimmt erstmal von der Kohle auf, kriegt dann dort mit dem Eisen wieder so schön im Kreis, wie wir uns das erhofft haben. So, die ersten 10 Tonnen Holz, ich sage immer Tonnen, nicht Stücken,
Modell genutzt hätten, nur mit Stahl, das wäre langweilig gewesen, das hätte uns eine Einnahmequelle weniger gegeben. Und das Ganze müssen wir natürlich dann vor Ort überlegen, was das war. Das war ein bisschen weiter weg. Moment.
wäre ich wieder. Entschuldigung, ich musste mich jetzt gerade mal kurz gehen wegen. Ach ja, deine Banane habe ich vergessen. Ja, bin gleich nochmal da. Also, wir waren jetzt damit stehen, warum ziehe ich das jetzt nicht auf, das brauche ich gar nicht. Ach ja, wir waren hier stehen geblieben und zwar brauchen wir dann Baumaterialien. Und das kriegen wir sogar hier. Und das braucht, wie man so schön sieht. Also entweder Ziegelsteine. Steine. Wir nehmen natürlich die Ziegelsteine, das gibt uns einen doppelten Aufwand. Und wenn ich das hier so gerade sehe, hier habe ich Stein. Oben kann ich aber aus Ton so nehmen. Zwei. Die sind aber beide ziemlich nah beieinander, also von daher spielt es keine Rolle. Aber ich glaube, der hier ist besser anzufliegen. Und später hinkriegen, kriegt er noch Ziegel. Aber erstmal nur Stein. Das funktioniert schnell. Kann ich überlegen. Nee, das ist doch auch wieder Quatsch. Na, wie auch dem, ich muss auch gleich nochmal kurz auf den Sprung raus. Meine Frau kommt dann gleich nach Hause beim Einkaufen, muss ich kurz helfen. Hochtragen. Da breche ich leider den Stream für einen kurzen Moment. Vielleicht streame ich dann später nochmal. Ich weiß es nicht. Vielleicht lasse ich das jetzt dahingestellt. Ich gucke jetzt mal, was ich noch so hinkriege. Und dann sehen wir das weiter. Erstmal gibt es hier noch ein bisschen Holz. Das Flugzeug kam wieder mit schönen Holz an. Alles ist doch gut. Ich nehme hier mal noch ein bisschen Decoration. Baue einen Lagerplatz auf. Und gucken dann, was dann so noch auf uns zukommt. Ich weiß ja nicht, also wenn ihr die Folge live verpasst habt und sie auch noch weiterhin gucken möchtet, könnt ihr das auch gerne auf meinem YouTube-Kanal. Heißt genauso wie hier auf Twitch, FastMoment21. Ist auch verlinkt in Twitch mit meinem YouTube-Account. Das heißt, ihr könnt jederzeit diesen Account, also diese Videos immer wieder angucken, auch die, wo ich früher gemacht habe, die, wo nicht mehr hier in Twitch drauf sind. Das könnt ihr euch jederzeit nochmal angucken. Das wird kein Problem sein, nehme ich mal. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das auch gerne weiter tun. Auch wenn ihr es mal verpasst habt. Ja, das Stahl funktioniert auch wunderbar. Schön. Ich freue mich so, dass das alles so schön funktioniert. Eisen, bitte kriegt auch genug an Materialien immer wieder ab. Ich werde das auch öfters mal noch wieder upgraden. Dass das alles ein bisschen flotter durch. Flott. Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen flotter durchgearbeitet wird. Jo, nichtsdestotrotz sage ich jetzt mal an dieser Stelle dann doch schon mal auf Wiedersehen. Ich hoffe, er hat das kurze Video, muss ich leider wirklich sagen, ist sehr kurz gewesen. Dennoch freue ich mich natürlich immer weiter auf neue Rezepte.
ist kein Zwang. Ich zwinge niemanden, mir zu folgen, nur wem die Videos gefallen und auf meinem Fels bleiben will. Eventuell, was mit der Mod auf sich hat, weil das nächste, was ich probieren will, ist das mit dem Müll. Güter, unsortierte Post und so weiter. Wie das dann verstanden geht, geht uns mal nochmal auf Upgrade und Programm 2. Speichere ich das Ganze noch einmal.